Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einem neuen Look, mit einem neuen Video. Ich war bei Cosmetic for Less einkaufen. Shame on me, als wenn ich noch nicht genügend Produkte habe. Aber ich dachte mir, ich mache ein kleines First Impression Video für euch. Und zwar habe ich mit fast all diesen Produkten einen Look geschminkt. Und wenn ihr sehen wollt, was genau ich gekauft habe und wie ich zu diesem Look hier gekommen bin, dann bleibt jetzt dran. So, und wir fangen an mit einem Primer. Ich habe jetzt hier den von Essence. Das ist der What's Your Fruit Mood Jelly Primer. Das ist eine Limited Edition. Kann sein, dass ihr ihn aktuell noch findet. Ich nehme jetzt etwa eine so große Menge und verteile sie mir im Gesicht. Überall. Als nächstes trage ich mir die Foundation auf. Hier habe ich jetzt eine von Judith Williams. Und zwar ist es die Long Lasting Foundation. Die hat eine mittlere Deckkraft und das Tolle ist, die gibt es nur in einer Farbe, weil sie sich jedem Hauttypen und Hautton anpasst. Also das ist wirklich super. Ich schüttel sie vorher gut und gebe mir dann etwa einen Pumpstoß bzw. eine Pipettenfüllung auf den Handrücken und trage mir das erst einmal mit dem Pinsel auf. Ich gebe mir das Ganze auch ein bisschen den Hals entlang, einfach weil ich da auch Verfärbungen mit ausgleichen will. Wenn ich das getan habe, nehme ich mir auch nochmal mein Schwämmchen und nehme sukzessive den Rest der Foundation auf und klopfe mir alles schön ins Gesicht ein, in die Haut. Mein nächster Step ist das Auftragen von Concealer. Hier habe ich auch einen von Judith Williams. Auch dieser passt sich jedem Hauttypen an. Und das ist der Covering Concealer, hat eine gute Deckkraft tatsächlich. Und den trage ich mir zum einen unter den Augen auf. Bisschen hier an diese Nasolabialfalte. Etwas auf den Nasenrücken. Auf die Stirn, ans Kinn. Und hier oben aufs Lippenherz, wo ich mich ein klein wenig auch aufhellen möchte. Dieser Concealer ist nicht allzu hell. Das heißt, er eignet sich jetzt nicht wirklich für super bright aufhellen. Aber für den alltäglichen Zweck, sage ich jetzt mal, lohnt es sich auf jeden Fall. Ich nehme jetzt dafür mein Schwämmchen und arbeite mir den Concealer wieder in tupfenden Bewegungen überall ein. Mein Concealer gebe ich mir auch ein klein bisschen auf so, Pickelchenverfärbungen. Ich lasse es aber ein klein wenig anziehen und währenddessen packe ich schon mal das erste Produkt aus meiner Bestellung aus. Und zwar ist das hier ein Puder von Evelyn. Ich habe gesehen, dass das sehr gut sein soll. Und zwar ist das das Celebrities Beauty Powder in der Farbe 20, transparent. Hat so eine kleine Puderquaste mit drin, die ich fürs Pudern, fürs Abpudern nicht so häufig benutze. Aber wenn man mal jemand anderen schminkt oder so, ist es ganz praktisch. Und sieht ganz schön aus, hat so einen kleinen Print drin, hat einen Spiegel, wie ihr sehen könnt. Und das probieren wir jetzt gleich mal aus. Den Spiegel benutze ich gleich, um mir auch meinen Concealer hier auf mein Pickelchen in die Haut einzuarbeiten. Bevor ich das Puder benutze, möchte ich aber gerne noch ein anderes Produkt ausprobieren. Und zwar ist das ein Revolution Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour Produkt. Und das war bei Cosmetic for Less kostenlos in der Bestellung mit drin. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Und zwar ist das hier so ein typisches Concealer-Füßchen. Und das möchte ich mir jetzt als Kontur auftragen. Und hierfür gebe ich mir einfach ein paar Punkte, weil es wirklich super dunkel ist, wie ich feststelle, hier auf die Stelle der Kontur. Und verblende mir das mal mit meiner Foundation Brush ganz vorsichtig. Also es ist wirklich sehr, sehr dunkel. Man muss es wirklich super gut verblenden. Also ich habe mir jetzt tatsächlich eigentlich viel zu viel aufgegeben. Zum Glück hatte ich noch gut Foundation an meinem Pinsel dran. Und ich vermute auch, dass ich mir ganz viel von der Foundation gerade schon
verwischt habe. Also sehr vorsichtig damit sein. Da ich jetzt ein klein bisschen zu viel hatte, gehe ich jetzt nochmal mit meinem Schwämmchen drüber, wo ja auch noch Concealer und Foundation drauf ist, und blende mir das hier so ein bisschen aus. Und auf der anderen Seite gebe ich mir mal nur ein Tröpfchen drauf, denn ich denke, das wird reichen. Also ich konnte dem Gesicht auf jeden Fall ein bisschen Form verleihen, aber ich werde gleich nochmal mit dem Puder auch drüber gehen, um das ein bisschen wieder aufzuhellen, denn es ist mir doch ein klein wenig zu viel geworden. Okay, also Fazit zu diesem Produkt. Ich habe jetzt hier die Farbe C18. Die ist wirklich sehr, sehr dunkel. Also wenn ihr dieses auch bestellt als kostenloses Giveaway, passt auf jeden Fall ein bisschen auf oder schaut, ob es vielleicht doch noch eine Nummer heller gibt. Denn mir persönlich fiel jetzt das Ausblenden relativ schwer. Aber wie ihr seht, ich habe es geschafft. Gut, als nächstes probiere ich mal dieses Puder jetzt aus. Ich habe mir hierfür natürlich einen Puderpinsel mitgebracht. Und zwar habe ich hier so einen kleinen. Das ist aus einer Highlighter-Pinselreihe, die ich von BH Cosmetics gekauft habe. Das ist der Pinsel mit der Nummer 2. Und ich gehe hier einfach mal so ein bisschen in das Produkt rein, klopfe ein kleines bisschen ab und lege es mir hier auf den Concealer drauf, in tupfenden Bewegungen. Ich gehe damit auch ein klein wenig neben die Nase. Und oh ja, also das blurrt das Ganze sehr gut aus. Es mattiert es so gut ab und füllt die Poren super gut. Und das ist auch genau das, wonach ich suche, wenn ich so ein mattierendes Puder mir aussuche. Ich gehe jetzt auch nochmal, wie ich gesagt habe, hier unten rein, um mir das Ganze ein wenig mehr aufzuhellen. Und ich gebe mir das auch auf meine Pickelchen. Ein bisschen gebe ich mir auch immer an die Stirn, weil ich auch hier ziemlich viele Poren habe, ziemlich viele große Poren. Und die decke ich auch ganz gerne ab. Gut, also Fazit zu dem Puder. Ich bin sehr zufrieden. Ich finde, dass es genau den Effekt hat, den ich möchte. Und zwar, dass es einfach das gut abdeckt, meine Poren füllt quasi und dadurch so einen weich gezeichneten Effekt macht. So, als nächsten Step benutze ich einmal Highlighter. Und zwar habe ich hier von I Love Revolution die Highlighter Wardrobe. Und ihr seht auch gleich, warum es so heißt, weil es einfach super viele Highlighter beinhaltet. Also es sind insgesamt 2, 4, 6, 8 Highlighterfarben. Und ich mische mir ganz gern verschiedene Töne. Ich benutze jetzt mal diesen rosa-weißen und mische mir den mit so einem etwas klein wenig dunkleren. Ich habe jetzt hier wieder einen Pinsel von dem Highlighter-Set von BH Cosmetics. Das ist die Nummer 3. Und diese Highlighter Wardrobe, die hatte ich übrigens auch mal als kostenloses Geschenk in einem Paket von Cosmetic for Less. Also ihr seht, es lohnt sich bei Cosmetic for Less einzukaufen, denn man kriegt A, immer sehr, sehr tolle Rabattaktionen und B, tolle Produkte. Und C, gibt es auch häufig noch kostenlose Produkte dazu. Also schaut ganz gerne mal vorbei. Bisschen auch auf den Nasenrücken, auf mein Lippenherz. Okay, das nächste Produkt, das ich mir gekauft habe, ist von LA Girl, ein Blush. Und zwar ist es die Farbe Just Kissed und wie ihr seht, ist es so ein super pinker Ton. Ich war einfach sehr angetan, weil ich so ein extremes Pink noch gar nicht in meiner Sammlung habe. So sieht es also aus und das Produkt enthält 7 Gramm und ich gebe mir das Produkt jetzt mal auf. Ich schaue mal, wie gut das pigmentiert ist. Ja, also ich denke mal, man sieht schon ganz gut was. Es hat kaum Kickback. Wenn ich jetzt hier abstaube, ist kaum, kommt kaum etwas ab. Und es sieht ganz gut pigmentiert aus. Ich lächle ein wenig und schaue mal, ja, wie viel Produkt kommt. Oh ja, She's pink. Also ich brauche auch tatsächlich wahrscheinlich für beide Seiten nur einmal reingehen. Ich würde mal sagen, diese Farbe ist echt cool. Ich bin sehr zufrieden damit. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Ich musste wirklich nur einmal reingehen und habe schon alles drauf. Kann ich nur sehr empfehlen.
LA Girl hatte ich bisher noch nicht. Das ist mein erstes Produkt von LA Girl und ich denke mir, ich werde noch mehr davon kaufen. So, der nächste Step meiner Routine ist das Setting Spray. Ich habe hier eins von Essence, das ist das Keep It Perfect Make-up Fixing Spray. Und hier kommt mir, muss ich gestehen, etwas zu viel Spritz auf einmal raus. Also die Tröpfchen sind sehr groß, es sind keine Tröpfchen, es sind Tropfen. Und damit mir das nicht meine ganze Base, wie ich sie jetzt vorbereitet habe, zerstört, gebe ich mir hiervon so 4 Spritz auf meine Hand, nehme mir mein Schwämmchen und arbeite mir das vorsichtig ein. Gut, nachdem ich jetzt meine Base vorbereitet habe und meinem Gesicht wieder Form verliehen habe und so weiter, komme ich zu den Augen. Und für die Augen habe ich auch was Tolles bestellt. Und zwar diese wunderschöne Palette hier. Ich finde sie nicht schön, weil sie rosa ist, denn rosa ist nicht tatsächlich meine Farbe. Aber, oh mein Gott, schaut euch das an. Ich liebe solche Spielereien. Und das ist tatsächlich auch eine Glitzerpalette. Und ich kann mich nicht mehr so ganz gut erinnern, wie die Farben waren. Es steht zwar hinten drauf, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Glitzerfarben tatsächlich drin waren und ob ich etwas anderes als Base oder Transition brauche. Deswegen schauen wir uns das mal gemeinsam an. Okay, also auch diese Palette hat einen Spiegel und sieht so aus. Das sind natürlich sehr rosa und lila farbene Töne. Ich wollte aber tatsächlich auch etwas in die lila Richtung gehend. Deswegen habe ich mir diese Palette ganz spontan noch ausgesucht. Die war auch im Angebot. Und ja, ich denke mal, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Bevor es losgeht, trage ich auf jeden Fall einen Primer auf, einen Eye Primer. Dieser hier ist von Make-up Revolution. Den hatte ich letztes Jahr in einem Weihnachtskalender. Und ja, ich gebe mir immer einen Primer auf meine Lider auf, weil es einfach viel schöner ist, das Ergebnis am Ende. Ich tupfe es mir vorsichtig auf die Lider auf, bis ich merke, dass es so ein kleines bisschen tacky, so klebrig wird. Und dann ist es auch schon der perfekte Zustand, um drauf loszuarbeiten. Und ihr müsst übrigens auch gar keine Angst haben, dass wenn der Primer dann so klebrig wird, dass ihr dann irgendwelche komischen Flecken bekommt. Nein, der Primer ist genau dafür da, dass ihr direkt drauf losarbeiten und ja, den Lidschatten direkt auf euer Auge bringen könnt. Und als erstes gehe ich mal in diese Farbe hier. Das ist die Nummer 8. Die Farben heißen Nummern. Und ich lade mir jetzt mal den Pinsel so voll. Hat überhaupt gar kein Kickback. Überhaupt nicht. Und staub es ein wenig ab und gebe mir das mal als Transition Shade hier oben hin. Ja, die Farbe ist ganz gut pigmentiert. Ich bin jetzt relativ vorsichtig rangegangen, aber ihr seht schon, mit dem Verblenden, lässt sich übrigens auch sehr gut verblenden, mit dem Verblenden ja, geht auch mehr Produkt drauf. Ich mache das jetzt an beiden Augen. Und ein bisschen was gebe ich mir auch an das untere Augenlid. Okay, und als nächstes habe ich wirklich Lust, mit so einer lila Farbe zu arbeiten. Und dafür gehe ich mal in diese Farbe hier oben, die Nummer 2, mit dem Mittelfinger und trage sie mir hier auf mein bewegliches Augenlid auf. Okay, als nächstes möchte ich noch eine Glitzerschimmerfarbe ausprobieren. Und zwar ist das die hier, die Nummer 1. Hätte ich mir jetzt eigentlich auch denken können. Die gebe ich mir auch auf meinen Mittelfinger und trage sie mir hier ganz vorne nochmal auf. Ja, die ist auch eher schimmrig, hat aber so ganz leichte Glitzerpartikel mit drin. Und ich verblende mir die quasi so ein bisschen rein in diese Farbe Nummer 2. Dann gehe ich auch nochmal in diese Farbe hier, das ist die Farbe Nummer 7 und gebe mir das ganz außen auf. Also hier, nicht ganz ganz außen, aber so quasi ins äußere, ins zweite Viertel könnte man so sagen, von außen. Ganz vorsichtig verblende ich mir das mit der Farbe 2. Und als letztes gehe ich nochmal mit so einem kleinen Pinsel, der hier ist von Essence, das ist quasi so ein Mini-Blender-Pinsel rein, in eine matte Farbe, um mir das außen nochmal etwas zu
Dimension zu verleihen. Und dafür gehe ich hier in die Farbe 9. Klopfe sie gut ab. Und ja, tupfe sie mir eigentlich nur hier außen so ein bisschen auf. Und verblende sie mit ganz, ganz leichter Hand so ein bisschen hier nach oben. Okay, also diese Farbe lässt sich nicht ganz so gut verblenden. Und ist auch eher ein bisschen fleckig. Also man muss viel damit arbeiten, stelle ich fest, um ein schönes Ergebnis zu bekommen. Kann natürlich auch an mir liegen, User Default. Der ITler würde sagen, der Fehler liegt immer bei demjenigen, der davor sitzt. Und das Ganze mache ich unten quasi auch nochmal. Und als allerletztes gehe ich jetzt nochmal hier in die Farbe 4 und setze sie mir hier in den inneren Augenwinkel, um mir so ein kleines Highlight zu schaffen. Und habe dann auch sehr viele Farben von der Palette benutzt. Und als Fazit kann ich sagen, ich bin davon ausgegangen, dass sie mehr richtige Lila-Töne hat. Der Look ist jetzt aber dann doch sehr rosa geworden. Ich bin nicht der rosa Fan, auch wenn ich weiß, dass es mir sehr gut steht. Ich bin mit dem Look an und für sich auch zufrieden, aber es ist eben nicht das, was ich erwartet habe. Das liegt aber auch einfach manchmal ein bisschen daran, dass die Bilder natürlich, die geschossenen Fotos nicht eins zu eins das wiedergeben, wie es aussieht. Die Farben an sich sind okay. Die Palette hat, glaube ich, insgesamt 7 oder 8 Euro gekostet, war im Angebot. Ich finde sie dafür, ja, okay. Sie ist eine Drogeriepalette, sie gibt schon auch das her, was man wahrscheinlich dafür erwarten kann. Die Pigmentierung ist gut, mir reicht sie vollkommen aus. Dieser Ton hat ein klein wenig Glitzer-Fallout, ja, aber das ist halt einfach auch klar, weil es ein Glitzer ist. Dieser ganz dunkle Ton, mit dem man sich hier außen noch mal ein bisschen, meistens das Auge auch vertieft, lässt sich relativ schwer verblenden, aber mit ein bisschen Arbeit geht auch das. Das ist mein Fazit zu dieser Palette. Ich finde allerdings den großen Spiegel hier sehr gut. Als nächstes bearbeite ich mir meine Augenbrauen ein wenig. Hierfür habe ich von Catrice den Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil. Und als erstes bürste ich mir meine Härchen mal ein bisschen nach oben. Und jetzt zeichne ich mir einmal hier die Kontur meiner Augenbraue an. Und mit dem dunklen Stift, das ist übrigens, das erste war die Nummer 020 Medium und das hier, der dunklere, ist die Nummer 030 Dark. Und mit dem dunklen Stift gehe ich ein bisschen und zeichne mir Härchen nach. Wenn ich es mir eingezeichnet habe, gehe ich immer noch mal mit dem anderen Ende, diesem Spoolie, diesem Bürstchen und bürste mir alles noch mal ein bisschen durch. Damit verblende ich quasi das Angemalte und lasse es natürlicher aussehen. Und jetzt kommen wir schon zu dem nächsten Produkt, was ich mir gekauft habe, wo ich schon ganz gespannt bin, was das ist. Das ist von der Firma Evelyn Cosmetics. Es steht auch drauf, dass es eine Innovation ist. Also da bin ich schon ganz gespannt. Und zwar soll das sein ein Corrector mit Henna. Und das sieht hier aus wie so ein Mascara. Und hat, glaube ich, auch so ein, ja, so ein Bürstchen wie Mascara. Und weil ich kein Polnisch kann und mir natürlich auch keine Anleitung angeguckt habe, lege ich einfach mal drauf los. Also es ist eine Eyebrow Therapy Professional Coloring Complex with Henna. Mhm. Und ich benutze es jetzt einfach mal als Augenbrauengel und schaue, was damit passiert. Ich gehe hier rein und bürste mir einfach meine Härchen mal so durch. Und ich gehe mal davon aus, also man sieht hier kaum Produkt dran, dass es einfach die Härchen färbt. Und das liebe ich. Es sieht auch so aus, als wenn das Produkt sehr flüssig ist, wenn man es so rausholt. Und ich bin ganz vorsichtig, damit ich jetzt hier nicht irgendwie oben drüber mich anmale, denn Henna bleibt ja auch. Was meint ihr dazu? Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch manchmal die Augenbrauen färbt. Ich mache es nämlich schon. Einfach, weil
ich es schön finde und weil ich auch diesen Effekt mag, dass meine Haut quasi auch ein bisschen mitgefärbt wird. Und dadurch sind natürlich auch ein klein wenig wieder Lücken aufgefüllt. Also das hier werde ich mal eine Weile lang ausprobieren und euch auch gerne berichten, wie ich das so finde. Aktuell finde ich es ganz schön. Okay, und als allerletztes habe ich hier noch ein paar Lippenprodukte und die hier waren wirklich der Knaller. Also zum einen habe ich hier mal zwei von Evelyn gekauft. Ich wollte mal diese Lippenstifte ausprobieren. Und zum anderen habe ich hier zwei Lipglosse gekauft und ich glaube, die haben 88 Cent gekostet oder so. Die waren auch im Angebot. Wer könnte dazu schon Nein sagen? Ich würde mal anfangen mit den Lipglossen. Und zwar sind die von... und das Witzige ist, das ist halt so ein Ding, das, ich könnte mir vorstellen, dass man das so perfekt in die Hosentasche stecken kann. Das ist also sehr, sehr schmal. Und ich probiere jetzt hier mal die erste Farbe aus. Und diese Farbe heißt Supersonic. Wee Wow Gloss. Supersonic ist die Farbe. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich drehe es mir jetzt hier mal auf. Hat also so einen ganz normalen Applikator. Und oh, wow, ist auf jeden Fall wow. Ich würde mal sagen, perfekt für den Sommer. Neon passt natürlich gerade überhaupt nicht zu meinem Augen-Make-up. Okay, wow, das ist wirklich wow, so wie es auch heißt. Farbe finde ich mega, passt natürlich gerade überhaupt nicht zu meinem Augen-Make-up, also stellt es euch bitte einfach nur so vor. Ich finde es mega, mega schön. Fühlt sich sehr pflegend an, nicht so klebrig, wie sonst manchmal Lipgloss ist, was ich auch immer nicht ganz so sehr mag. Ich mag auch, dass es relativ farbig ist und ja, wie gesagt, also zu dem Augen-Make-up passt es gar nicht, aber ansonsten finde ich es super schön. Als nächstes probieren wir noch diesen Lipgloss hier aus. Das ist die Farbe Too Cool for School. Und die sieht aus, als wenn sie ganz gut zu meinem Augen-Make-up passt. Ja, ist sehr, sehr hell. Also die Farbe ist sehr hell, wie ihr seht. Ich finde sie an und für sich ganz schön. Ich bin ja, wie gesagt, nicht der Rosa-Fan, aber zum einen finde ich, dass es zu dem Augen-Make-up ganz gut passt und ich finde, sie ist so schön decent, so unauffällig und ja, man hat was auf den Lippen, aber es ist nicht so bam in your face und ich mag auch, dass es nicht so super glossy ist. Ich bin ehrlich gesagt nicht der Super-Fan von Lipgloss. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, was, oh mein Gott, aber ich bin halt nicht der Superfan davon und ich mag es, dass man ja meine Rillen in den Lippen noch sieht, weil ich das eben, oder die Fältchen in den Lippen, weil ich das eben auch sehr schön finde. Und ja, finde ich gut. Hat 88 Cent gekostet, Leute, schlag zu. Okay, dann mache ich das jetzt nochmal ab, auch wenn ich es gerade super schön finde und probiere die zwei anderen Produkte von Evelyn aus. Und ich habe mir ja zwei Lippenstifte von Evelyn gekauft. Oh My Kiss Lipstick Color and Care. Verspricht also auch viel. Und zwar ist es die Farbe 14. Das ist hier so ein ja, ganz kleiner Lippenstift, was ich echt schön finde. Gerade auch für Mädels und Jungs, die ja, schmale Lippen haben. Und ja, kommt halt hier in diesem Verpackung so raus, ist auch eine gute Menge drin und den geben wir uns jetzt auch mal auf. Der riecht ein bisschen, ja, also überhaupt nicht parfümiert tatsächlich, irgendwie halt nach Lippenstift, ich kann es auch nicht so richtig sagen, so ein bisschen wie früher Lippenstift gerochen hat, als das alles noch nicht so parfümiert war, ich weiß nicht, ob vielleicht der ein oder andere früher von der Mama oder von der Oma oder so Lippenstift benutzt hat. So riecht es. Finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Farbe für den Alltag. Also bitte schaut jetzt nicht darauf, ich habe es jetzt nicht so super genau aufgetragen. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe für den Alltag, finde ich. Auffällig, aber nicht zu extrem. Passt jetzt auch nicht zu meinem Augen-Make-up, deswegen nehme ich es wieder ab. Und außerdem habe ich auch noch eine Farbe, die ich ausprobieren will. Gefällt mir aber wirklich sehr, sehr gut. Hat, glaube ich, 3,60 gekostet. Und fühlt sich übrigens auf den Lippen auch super schön an, pflegend,
wie eine Lippenpflege tatsächlich. Und ist auch so ein bisschen glänzend. Okay, und der letzte Lippenstift hier, der ist ein bisschen ähnlich wie der davor. Ist nur ein bisschen dunkler, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ist aber genau dasselbe. Also das ist auch die Oh My Kiss Lipstick Reihe Color and Care in der Farbe 07. Und ja, der ist ein bisschen dunkler und den probieren wir jetzt auch mal aus. Ah ja, ist auf jeden Fall auch mehr rosa. Mir persönlich eigentlich zu rosa. Was meint ihr? Als jemand, der kein Rosa mag. Nicht ganz meine Farbe, aber gut. Als Review kann ich auf jeden Fall sagen, dass mir die Lippenstifte beide sehr gut gefallen, weil sie eben wirklich einen angenehmen, nicht so klebrigen, schönen Lippenstift so ein Gefühl hinterlassen. Pflegend. Ich mag es auch, dass sie so ein bisschen glänzend sind. Ja, eigentlich merkt man sie kaum. Also sehr, sehr schön. Jetzt würde ich mir noch Mascara auftragen. Hierfür habe ich die Lash Princess False Effect Lash Mascara. Die trage ich mir oben und unten auf. Biege sie mir vorher noch mit meiner Tweezerman Wimpernzange. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. So, und das wäre soweit auch mein fertiger Look. Ich habe mir jetzt noch meine Haare geföhnt und muss sagen oder kann sagen, ich bin sehr zufrieden. Vielleicht nochmal eine kleine Review zu allen Produkten, die ich mir gekauft habe. Vorneweg wollte ich aber auch noch sagen, ich habe mir noch drei mehr Produkte gekauft, die ich jetzt nicht ausprobiert habe. Und zwar ist das einmal hier von Cosmetic for Less, von der Eigenmarke, so ein Bufferpinsel für Foundation. Das ist ja die Nummer LBF 14 Foundation Buffer. Ich mag die Pinsel, diese Lini Brushes sehr gern, weil sie super weich sind und ich wasche sie aber eben ganz gern vorher einmal. Deswegen habe ich ihn heute nicht benutzt. Und des Weiteren habe ich mir hier noch zwei Nagellacke gekauft von Wet n Wild. Einmal so einen orangenen Metallic Nagellack. Oh, man soll sie ja nicht schütteln. In der Farbe ES030. Ich weiß noch, dass die Farben coole Namen hatten, aber ich finde sie jetzt nicht hier drauf. Hier steht auf jeden Fall die Nummer ES030 drauf. Und das hier ist eine Silbermetallic-Farbe. Ich bin schon gespannt, wie sie aussehen wird. Und diese Farbe hat die Nummer ES070. Ich schreibe euch aber gerne nochmal in die Infobox, wie diese Farben genau hießen oder heißen. Und als kleines Wrap-up zu allen Produkten, die ich jetzt neu benutzt habe, wollte ich euch noch eine kleine Review, eine zusammenfassende machen. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Produkt, was mir gerade in die Hände fällt, an. Das ist diese Lidschattenpalette von I Love Revolution. Die heißt One True Love. Die Farben in der Palette sind eher rosa als lila, so wie es auf den Bildern aussieht. Ich habe damit einen ganz schönen Look, wie ich finde, kreieren können, der aber wie gesagt auch mehr rosa als lila oder Lavendel geworden ist, wie ich es mir eigentlich gewünscht hatte. Diese dunkle Farbe hier lässt sich relativ schlecht verblenden, man braucht ein bisschen Arbeit dafür, aber ansonsten finde ich alle Farben eigentlich echt ganz schön. Als nächstes habe ich hier noch das Celebrities Beauty Powder in der Farbe 20 Transparent von Eveline ausprobiert, was mir auf jeden Fall einen schönen Blurring-Effekt gemacht hat. Also es hat meine Poren etwas gestopft, könnte man so sagen. Und ich bin bisher ganz zufrieden. Ich muss es allerdings über den Tag tragen. Dann habe ich hier noch dieses Augenbrauenprodukt benutzt, Eyebrow Therapy mit Henna. Also es lässt sich auf jeden Fall sehr gut zum Setten verwenden. Wie ihr seht, sind meine Augen auch gut gesettet und es ist auch so ein bisschen hart geworden. Also es wird ganz gut über den Tag halten. Es hat dem Ganzen auch oder den Augenbrauen auch ein bisschen Farbe verliehen, was mir auch ganz gut gefällt. Ich werde es auf jeden Fall weiter ausprobieren. Dann habe ich hier noch diesen Contour und Concealer Stift oder dieses Produkt von Revolution Makeup benutzt in der Farbe C18. Man muss auf jeden Fall gut aufpassen, weil es eben sehr gut pigmentiert ist und auch sehr dunkel ist. Ich finde, es eignet sich sehr, sehr gut als Contour, weil es auch sehr kühl ist. Aber wie gesagt, passt auf, wenn ihr es benutzt, dass ihr nicht zu viel verwendet. Dann habe ich diese zwei Wow Lip Glosse hier verwendet.
bin ich sehr begeistert. Ich habe mich jetzt für diesen hier entschieden, weil er einfach sehr gut auch zu meinem Augen-Make-up passt. Aber ich freue mich auch, den zu verwenden. Leute, kauft euch 88 Cent. Als nächstes habe ich noch diese Lippenprodukte von Evelyn Cosmetics benutzt. Das sind die Oh My Kiss Lipsticks Color and Care in den Farben 07 und 14. Mir ist die Farbe 07 etwas zu pink. Wer aber rosa mag, go for it. Kosten, glaube ich, 3,60 Euro. Ich bin sehr zufrieden damit. Liegen sehr gut auf den Lippen, fühlen sich sehr angenehm an. Kann ich auch empfehlen. Des Weiteren habe ich noch diesen Blush in der Farbe Just Kissed von LA Girl ausprobiert. A little goes a long way, also sehr gut pigmentiert. Ich habe nur einmal den Pinsel aufgeladen und war auch damit sehr zufrieden. Ja, und das waren auch schon alle Produkte. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass euch der Look gefällt. Mich würde interessieren, ob ihr euch auch für weitere Reviews interessiert, wenn ich eben shoppen gehe, dass ich das auch gleich mal ausprobiere. Schreibt mir also ganz gern mal in die Kommentare. Und des Weiteren freue ich mich auch über jeden Abonnenten. Ihr könnt mich also sehr gern abonnieren. Und wenn ihr die Glocke da unten aktiviert, bekommt ihr jedes Mal eine Info, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich bald. Schaltet wieder ein und ich sage bye bye.